die eierlegende Wollmilchsau. Das ist genau das, was wir alle im Rucksacksegment immer suchen. Aber wie gut kann das funktionieren? Die Vergangenheit hat gezeigt, vor allem ziemlich schlecht. Doch heute gibt es im Test einen Rucksack, der sich ebenfalls wieder dieser Challenge stellen will. Und wie gut er diese Challenge absolviert, darum geht's jetzt. Kurz zu Beginn ein Hinweis, dieses Video ist wieder sehr lang. Ihr müsst euch nicht immer die Videos in voller Länge ansehen, wenn ihr nicht wollt. Bei langen Videos habt ihr unten in der Timeline die einzelnen Kapitel und könnt so zwischen den Themenblöcken, die euch interessieren, hin und her springen. Viel Spaß! Heute habe ich diesen Schatz für euch mitgebracht, den Osprey Mutant 22. Und zuvor muss ich noch ein kurzes, wichtiges Wort zum Thema Osprey einschieben. Osprey ist eine Firma, die ich persönlich bisher nicht wirklich als ernsthafte Konkurrenz am Schirm hatte. In den späten Nuller- und frühen Zehnerjahren waren sie immer irgendwie die alternative Marke zu den einwandfreien Deuter- und Mammut-Rucksäcken. Fancy waren Rucksäcke damals sowieso kaum, aber Osprey war immer irgendwie nicht da. Und so hat sich Osprey bei mir im geistigen Aktenschrank auch abgelegt und wurde nie wieder hervorgeholt. Bis zu diesem Tag, an dem ich erfahren habe, dass Osprey mittlerweile wieder ganz groß mitmischt im Rucksackspiel und vor allem richtig starke Modelle führt. Vorweg, über den Mutant habe ich weder Gutes noch Schlechtes zuvor gehört. Deshalb war das für mich ein Blindflug und in erster Linie eine richtig spannende Sache. Doch jetzt schauen wir uns den schmalen Mutanten doch erstmal an und beginnen wie immer mit den Hard Facts. Fangen wir beim Gewicht an. 700 Gramm bringt der Mutant 22 auf die Waage und ist damit stolze 110 Gramm leichter als der wohl berühmteste Konkurrent, der Ottobock Strat 24S. In den Abmessungen merkt man dem Mutant die 2 Liter ebenfalls an. Durch den fehlenden Deckel verliert der Rucksack an Höhe bei gleicher Rucksacktiefe und Breite. Womit wir auch zu einem auffälligen Detail kommen. Kein Deckel. Es handelt sich um einen Rucksack mit Reißverschlusssystem und keinem Frontfach. Der Rucksack hat aber in der Reißverschlussklappe ein kleines Fach als Deckelfachersatz verbaut. Innen ist der Rucksack mit einem extra Fach für das Trinksystem ausgestattet und einer Flappe für den Rückenwandeinsatz. Der Rückenwandeinsatz ist schlichter, aber relativ harter Kunststoff. Es handelt sich hier also nicht um einen Alurahmengerüst wie bei anderen Rucksäcken dieser Bauart. Der Einsatz lässt sich aber problemlos entfernen, um noch mehr Gewicht zu sparen. Dadurch verliert der Rucksack aber massiv an Eigenstabilität, zudem gleich aber nochmal mehr am Techniktisch. Außerdem finden wir 2 Metallstreben für 2 Eisgeräte, 2 Multifunktionsschlaufen, 2 querverlaufende Gurtbänder mit Clip, genauso wie an den Seiten jeweils einmal. Der Rucksack ist damit für dieses Gewicht relativ gut ausgestattet und vielfältig einsetzbar. Aber wie einsetzbar er letztlich wirklich ist, was reingeht und was nicht, wie das Material letztlich zu bewerten ist, darum geht es jetzt am berüchtigten. So, das ist er jetzt, der Osprey Mutant 22. So sieht er jetzt wirklich aus. Und ich muss zu Beginn gleich mal sagen, das wird wie immer ein subjektiver Teil jetzt, der Meinungsteil am Techniktisch. Und ich will auch gleich mal anfangen mit einem positiven Punkt. Wir haben auch ein paar negative Punkte, aber machen wir es kurz, die Einleitung, damit wir hier vorwärts kommen. Schauen wir uns erst die Materialschlaufen an. Der Mutant hat hier einige verbaut, aber es ist trotzdem relativ schlicht gehalten. Wir haben hier 2 Materialschlaufen, die auch als quasi als Hauling-Schlaufen herhalten können. Sie sind hier nochmal extra verstärkt, Karabiner können eingehängt werden, also zum Hochhaulen ist dieser Rucksack theoretisch auch gedacht. Dann haben wir hier eine Daisy Chain verbaut und hier noch eine Daisy Chain. Wir haben hier 3 und dann nochmal eine 4. Schlaufe. Die können wir, also 6 insgesamt, die können wir für allerlei Krempel, den wir nicht mehr reingebracht haben, verwenden. Und dann haben wir hier nochmal 2 Materialschlaufen, die man so eigentlich nicht von Kletterrucksäcken kennt. Das sind 2 Clipschlaufen mit einem Easy-Clip-System. Das heißt, man drückt nicht die Clips hinein, sondern man drückt quasi von außen dagegen. Und so können wir hier auch nochmal einiges verstauen. Da kann man unterschiedliche Sachen dran machen. Man kann ein Stativ dran machen. Das lässt sich hier ganz gut einbauen.
Man kann eine Helmhalterung sich draus basteln. Diese Schlaufen haben extrem viel Spielraum. Man kann nochmal zusätzliches Zeug dranhängen. Man kann ein Seil durchführen. Man kann vielleicht eine kurze Leine sozusagen festzurren. Da kann man wirklich viel draus machen. Das macht das Ganze auch so besonders. Es ist sehr mittig positioniert. Das heißt, auch wenn wir hier viel Gewicht dranhängen, ist das schlau positioniert und nicht irgendwo seitlich, dass wir dann einen einseitig hängenden Rucksack haben. Wir haben hier nochmal eine Art Materialschlaufe dran. Das hier ist die Durchführung, die Verstärkung, wo der Pickel, auch die Doppelpickelbefestigung mit den beiden Metallflappen hier durchkommt. Und hier ist dann auch nochmal eine Materialschlaufe dran, wo man auch nochmal was reinhängen kann. Das heißt, insgesamt bringt man an diesem Rucksack wahnsinnig viel unter, ohne ihn wirklich zu befüllen. Deswegen sind die 22 Liter auch in der Praxis für allerlei Unternehmungen sehr ausreichend. Das mal etwas Positives. Schauen wir uns was nicht ganz so Positives an, und zwar das Material. Wir haben hier Ripstop Nylon oder sowas Ripstop-artiges, könnte man sagen. Und es ist nicht sonderlich dick. Also es ist leider so dünn, dass man auch, wenn man es gegen das Licht hält, ganz gut durchschauen kann. Das ist ein Zeichen dafür, dass bei Abrieb dieser Rucksack sehr leiden wird. Das ist leider aber auch etwas, was ja so ein bisschen der Trend der Zeit ist, was die Kletterrucksäcke betrifft, und so ein bisschen was ist, was alle haben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Dyneema-Rucksäcke oder sowas setzen. Deswegen kann man sich jetzt darüber streiten, ob das unterm Strich ein wirklich großer Negativpunkt ist oder ob es halt nicht einfach mittlerweile der Standard ist, mit dem man leben muss, wenn man jetzt nicht gerade in einen 300, 400, 500 Euro Dyneema-Rucksack investieren will. Insgesamt ist es aber trotzdem traurig. Auf der anderen Seite ist es aber auch logisch, denn mit so einem Gewicht oder wenn man so ein Gewicht einhalten will, dann kann man eben nur auf so dünnes und vielleicht nicht ganz so strapazierfähiges Material setzen, denn alles, was wirklich robust wäre, von dickem 1000 Denier Cordura bis hin zu Kevlar und sonst was, wird die Sache unfassbar teuer und unfassbar dick und klobig und damit natürlich auch sehr schwer. Insofern, man kann es negativ sehen, weil es halt eigentlich ein Kletterrucksack sein sollte. Man kann dem Ganzen aber auch einen neutralen Touch geben und sagen, so ist es nun mal. Wir haben eine smarte Seilbefestigung. Kommen wir wieder mal zu was Positivem. Smart ist sie deshalb, weil sie zwar einfach ist und einfach gelöst wurde, aber deshalb nicht unbedingt unpraktisch ist. Wir haben ja diese, ich sage jetzt mal, Herausforderung, dass wir hier keinen Deckel haben und dadurch eine Seilbefestigung immer ein bisschen schwierig ist. Wir haben aber an der Seite hier einmal eine ganz klassische Befestigungshilfe und das natürlich auf der anderen Seite auch. Und mir fällt schon auf, dass ich diesen Rucksack hätte befüllen sollen, damit das ein bisschen besser ersichtlich ist. Das heißt, die zwei haben wir mal. Das haben wir ja bei jedem Kletterrucksack mit Deckel auch. Jetzt fragen sich viele, wie löst man das denn hier dann? Da würde das Seil quasi so durchhängen und dann hier einmal, na, so eine Schlaufe machen. Das ist relativ smart gelöst, weil wenn wir quasi diesen Deckel oder diese Vorderseite einfach mal wegklappen, dann sehen wir hier einen kleinen Metallhaken. Diesen Metallhaken können wir jetzt einmal durch die Trinkblasenöffnung oder durch die Trinkschlauchöffnung durchführen. Und hinten auf der anderen Seite im Prinzip wieder rauskommen lassen. Jetzt haben wir das Ding außen, den Haken haben wir außen und die Verstellmöglichkeit für den Haken, also die Längenanpassung ebenfalls. Jetzt können wir unseren Deckel wieder schließen. Und dadurch, dass der Rucksack ja hoffentlich halbwegs gefüllt ist und das Seil jetzt hier quasi drüber liegt, und wir das vielleicht auch im Liegen des Rucksacks machen, weil es dann ein bisschen einfacher ist, haben wir jetzt hier noch eine kleine Oberfläche vom Oberaußenmaterial, eine kleine Schlaufe, die hier dran reingenäht wurde, nicht nur dran, sondern auch reingenäht wurde. Und hier können wir dann im Prinzip das Ganze hier einhängen und ganz klassisch, wie man es von einer Deckelkonstruktion kennen würde, dann einfach nur noch zuzurren und dann ist das Seil auch oben verlaufend einmal hier rundherum, ja, gespannt. Und das ist eine wahnsinnig smarte Lösung. Denn für viele Leute, die einen deckellosen Rucksack bevorzugen, sind Lösungen für Seilbefestigungen wirklich nicht so einfach und wirklich nicht immer so gut gelöst. Das hier ist verdammt smart. Eine Sache müssen wir aber schon kurz besprechen, und zwar ist das, ihr habt es ja gerade vorhin schon gesehen, eben diese Front, die weggeklappt werden kann, die wird nicht nur einfach weggeklappt, die fällt einfach runter. Und wenn der Rucksack wirklich gut gefüllt ist, dann führt das unterm Strich dazu, dass Sachen rausfallen können, die hier im oberen Bereich gelagert sind. Denn selbst wenn der Rucksack gefüllt ist, bleibt das nicht immer in so einer schönen Form, sondern klappt einfach gerne mal runter. Das
ist nicht gut gelöst, aber das ist eben auch dieser Leichtigkeit des Rucksacks geschuldet, weil hätte man hier steiferes Material verwendet, wir hatten es gerade schon, wird der Rucksack insgesamt schwerer und klobiger und teurer und sonst was und deswegen ist es so im Prinzip ganz gut gelöst. Trotzdem gehört es als Nachteil oder als kleine Schwäche letztlich angemerkt. Nun will ich auf jeden Fall nochmal was zur Rückenkonstruktion sagen. Der Rücken ist ja wirklich, wenn man sich diesen Rucksack anschaut, wir reden ja hier von einem 22 Liter Rucksack. 22 Liter. Schaut euch mal diesen Rücken an. Wenn man die jetzt hier nochmal nach vorne klappt, dann könnt ihr das richtig gut sehen. Wie schmal. Das hier ist mein Unterarm. Und das hier ist der Rucksack. Dieser Rucksack ist wirklich, wirklich schmal. Und das macht ihn meiner Meinung nach so genial fürs Klettern. Aber nicht nur fürs Klettern, sondern auch für ganz normale Tagesunternehmungen, die einfach schnell gehen können, Tageswanderungen, Tagestouren, wo man ein bisschen Funktionalität noch mitbraucht und nicht einfach nur mit einer Plastiktasche unterwegs sein kann. Er ist einfach so wahnsinnig unauffällig, wenn man ihn trägt. Natürlich, wenn Gewicht drin ist, spürt man das Gewicht, aber der Rucksack per se, ich kann mich in alle Richtungen umschauen, in die ich will, ich kann nach oben schauen, ich werde diesen Rucksack niemals spüren. Selbst wenn ich meinen Nacken ganz strecke oder meinen Kopf ganz zurücklege in den Nacken, es ist vollkommen unmöglich, dass ich den Rucksack berühre. Wenn ich die Arme ganz nach hinten, okay, ich bin ein bisschen unbeweglich, was das betrifft, aber wenn ich die Arme versuche, ganz nach hinten zu ziehen, ich schaffe es nicht, diesen Rucksack zu berühren. Das kann für den einen oder anderen natürlich ein Nachteil sein, wenn man immer wieder mal was am Rucksack herumtun möchte, aber bei so einem Rucksack für die entsprechenden Anwendungsgebiete ist das in der Regel ja auch nicht notwendig. Ich habe ja auch mein Trinksystem hier installiert und keine Trinkflaschen bei so einem Rucksack. Und deswegen ist es so wahnsinnig angenehm, diesen Rucksack zu tragen, weil er einfach so unauffällig ist. Selbst mit Gewicht drin, das kann ich gleich vorweg sagen, ich habe ihn auch mit mehr Gewicht schon getestet bei Touren. Und selbst da ist er einfach eine zarte Fee. Und das finde ich toll und beeindruckend. Auf der anderen Seite, diese Zärtlichkeit, die er mitbringt, die wirkt sich natürlich so ein bisschen im Tragekomfort aus. Und zwar bei zwei Dingen. Erstens, bei etwas mehr Gewicht hat man natürlich das Problem, dass diese doch recht, sparsam ausgestatteten Polsterungen bei den Schulterriemen doch einen gewissen Druck erzeugen. Aber es ist sehr, sehr viel besser als bei allen ultragünstigen Rucksäcken, zum Beispiel von Simon, wo das ja wirklich auf ein absolutes Minimum reduziert worden ist. Dieser Schaumstoff hier ist sehr, sehr hart. Der Schaumstoffeinsatz hier ist deshalb so hart gewählt, damit es reicht, damit es über lange Zeit erstens mal immer noch funktioniert. Weicher Schaumstoff drückt sich leichter durch, komprimiert sich dann, wird dünn und damit ist er unbrauchbar. Das kann hartem Schaumstoff nicht so leicht passieren. Das zweite Problem ist, bei wirklich hohem Gewicht ist ein harter Schaumstoff gibt immer noch mehr Widerstand her als ein weicher, der drückt sich dann komplett durch und dann hat man überhaupt keine Polsterung mehr. Das ist aber auch so ein bisschen sein größtes Problem. Insgesamt ist er immer etwas ungemütlicher als ein schön weich gepolsterter Einsatz, aber hier hat man sich eben für einen harten Schaumstoff entschieden, Schaumstoff-Einsatz und das sorgt insgesamt für ein bisschen weniger Komfort, aber eben bei unterschiedlichen Belastungen für mehr Komfort. Das zweite Problem an seiner Komfortabilität, an seinem Komfort, ist die Hüft. Ich würde das ja jetzt gar nicht Verschlussgurt nennen. Es ist gar keine Flappe, es ist ein Fläppchen, es ist kein Flügel, sondern es ist eher mehr so ein Chicken Wing. Und ich verstehe schon, was es können soll, aber in der Praxis macht es gar nicht so viel Sinn. Man kann darüber streiten, wie sinnvoll so ein bisschen Hüftgurt ist, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir ohne diesem nicht mal faustgroßen Teil irgendwas abgehen würde. Wenn man sich die Seite nochmal anschaut, dass wir hier oben eine Seilbefestigung haben, was ja wahnsinnig viel Sinn macht. Das haben wir gerade bei einem Kletterrucksack, für alle Leute, die nicht free solo klettern, sehr sinnvoll. Aber wir haben sie hier unten nicht. Und das stört mich, weil es einfach so ein No-Brainer ist,
hier unten noch eine Seilbefestigung dran zu machen, weil wenn ich das Seil nicht doppelt umschlage, sondern nur halb, also quasi einmal zu einer großen Seilpuppe forme und sie hier drüber lege, dann baumelt das hier herum. Das wäre einfach schlichtweg nicht notwendig gewesen. Man hätte hier ganz simpel einfach nochmal so ein Gurtband installieren können. Diese Dinger wiegen 10 Gramm. Das wäre nicht das Problem gewesen. Absolut nicht. Und deswegen verstehe ich es nicht, dass man das sich hier einfach offen gelassen hat. Weil dadurch hätte ich quasi die Lastverteilung noch viel besser rundherum anbringen können und hätte noch viel besser mit dem Rucksack gewichtstechnisch gemütlicher unterwegs sein können. Aber so hat man diese Chance vertan und jetzt habe ich das Gewicht wieder sehr weit oben, obwohl ich es eigentlich viel lieber über den gesamten Rücken und damit auch über den gesamten Rucksack verteilt hätte. Und last but not least sollten wir uns noch mit dem Wichtigsten, was es gibt, beschäftigen, und zwar der Befüllung. Denn 22 Liter, da werden einige von euch sagen, ja, aber 22 Liter, das ist schon ein bisschen wenig. Und deswegen würde ich sagen, wir packen ihn jetzt mal für zwei Anlässe. Und zwar für die zwei Anlässe, für die dieser Rucksack ursprünglich auch konzipiert wurde oder zumindest für die er verkauft wird. So, wir haben jetzt hier einmal eine komplette, normale, alpine Ausrüstung liegen. Und wir haben ganz unten drunter, den sieht man jetzt fast gar nicht mehr, unseren 22-Liter-Rucksack. Und jetzt, let the magic happen. Schauen wir mal, ob wir unsere ganze normale alpine Ausrüstung für alpine Bergtouren, also mit Klettern, mit allem drum und dran, mit im Prinzip allem, was man so im Sommer an einem felsigen Berg machen kann, ja, ob wir das da reinbringen. Tada! Es funktioniert. Es funktioniert. Und da sehen wir auch gleich bei der Befüllung den größten Nachteil an so einem ultraleichten Rucksack. Wenn er relativ schwer befüllt ist, und er ist jetzt relativ schwer befüllt, und es fehlt hier jetzt noch ein paar Kletterschuhe drin oder draußen dran, wie auch immer, dann leidet diese Rückenplatte ein wenig unter diesem motivierten Befüllungssystem. Und es fehlt jetzt hier auch die Trinkblase, aber das passt alles locker noch rein. Wie ihr seht, der Helm ist sogar hier drinnen und hier ist noch jede Menge Platz. Und ich habe hier jetzt im Prinzip die komplette alpine Ausrüstung drin. Wenn man diese Lücken hier, ihr habt es ja gesehen, ich habe jetzt einfach alles nur reinfallen lassen. Wenn man diese Lücken hier jetzt auch noch richtig schön füllen würde, den Helm noch weiter runterbringt, würde man sogar noch die Schuhe reinbringen. Und das ist das Coole an dem Rucksack. Denn wenn wir jetzt annehmen, dass wir das Ganze umbauen wollen und wechseln, das mache ich jetzt nicht alles nochmal, weil das frisst jetzt zu viel Zeit, das Video ist schon so lange, und quasi die ganzen Friends und sowas rausnehmen, dafür einmal Steigeisen, zwei Eisgeräte und einmal das komplette Eisschraubenset reinpacken. Ich kann es euch jetzt hier auch nochmal kurz zeigen, wie das grundsätzlich funktioniert. Dann geht sich das ganz genauso aus. Es ist nicht das Bequemste auf der Welt, aber für einen Zustieg reicht es. Es ist bequemer, als man das von anderen Ultralight-Rucksäcken kennt. Es ist nicht ganz so bequem, wie man das jetzt vielleicht von einem wirklich gut gepolsterten mit einer Alu-Konstruktion im Rücken, einem Rucksack kennen würde. Die sind aber auch ein Stück schwerer und ein Stück klobiger, bulkiger. Die kann man nicht so klein machen. Das alles geht mit dem halt schon. Außerdem, wenn man es noch viel abgespeckt haben will, kann man sogar diese leichte Platte hinten auch nochmal über eine Tasche rausnehmen. Und wie das jetzt hier funktioniert, super easy. Das kennt man. Einmal hier einspannen. Mein Tisch quietscht. Das ist schon massiv nervig. Einmal hier einspannen. Zack. Diese Schnellverschlüsse sind super praktisch. Und das Ding hält und das Ganze kann man zweimal machen. Das heißt, er funktioniert sogar fürs Eisklettern, auch wenn er natürlich klein ist. Das muss man halt einfach, ja, das muss man einfach so sehen. Er ist klein, aber es geht sich alles drin aus. Das ist einfach das unterm Strich so coole daran. Und das mit 22 Liter. Und das war's vom... Schauen wir uns jetzt noch den Preis an, bevor es zum Fazit geht.
140 Euro ist der UVP von dem guten Stück. Ob er das wert ist oder nicht, das haben wir jetzt bereits besprochen. Doch wie sieht es in der Relation zur Funktion und vor allem zur Konkurrenz aus? Bei der Konkurrenz nimmt er quasi das Mittelfeld ein. Natürlich, ein Simon Rock und Konsorten sind ein ganzes Eck billiger, die Feature-Dichte kommt aber an den Mutant eben nicht heran. Eine Tread-Reihe ist heute schon teurer als der Mutant, hat aber mehr Volumen. Insgesamt wäre Osprey mit dem UVP also das obere Mittelfeld. Es gibt aber den Vorteil, dass der Rucksack in der Regel schon für weniger Geld bei einzelnen Shops erhältlich ist. Ich habe für meinen Rucksack hier gerade mal 50% bezahlt. Womit wir zum Fazit kommen. Der Mutant, ich glaube, das wurde in meinem subjektiven Teil bereits relativ deutlich, ist meiner Meinung nach einer der Top-Kletterrucksäcke, den es aktuell am Markt gibt. Vor allem in Anbetracht des moderaten Preises. Dieser Rucksack erfüllt die Anforderungen für so viele Disziplinen im Bergsport, dass es fast schon lächerlich wirkt. Mit 22 Litern mag er nicht groß daherkommen und tatsächlich, er ist ein lächerlich schmaler Schuh am Rücken, aber es passt massiv viel Zeug rein. Auch das habt ihr am Techniktisch ja bereits gesehen. Die Lastverteilung durch den eher weichen Aufbau lassen Beladungen von über 10 Kilogramm natürlich nicht wirklich komfortabel zu. Aber man muss den Rucksack eben auch im Rahmen seiner Disziplin belassen. Eine Allzweckwaffe für die nächste Everest-Expedition ist er also logischerweise nicht. Wäre für 140 Euro UVP aber vielleicht auch etwas viel verlangt, gerade bei dem Gewicht. Er nimmt die Eiskletterausrüstung perfekt auf, die Sportkletterausrüstung, sogar eine vollständige Alpinausrüstung findet da drinnen Platz. Dass das Außenmaterial letztlich nicht Dyneema oder starkes Cordura ist, das bleibt am Ende des Tages der Pro und gleichzeitig der Kontrapunkt. Denn nur so, wie er jetzt ist, kann er eben ein echtes Leichtgewicht sein. Osprey hat in diesem Rucksack smarten Aufbau, leichtes Design, viele Features und wenig Störendes verbaut. Und damit muss ich am Ende des Tages sagen, bin ich mehr als nur begeistert. Wenn euch dieser Test gefallen hat, bitte denkt daran, dass solche Tests durch eure Unterstützung finanziert werden. Heißt ganz transparent, mehr finanzieller Support wird in die Testprodukte gesteckt und mehr eurer Testwünsche können in Erfüllung gehen. Trotzdem bleibt alles natürlich in diesem Sinne freiwillig. Ich bedanke mich wie immer bei jeder und jedem herzlich für die Unterstützung. Übrigens auch ein Abo unterstützt diesen Kanal hier sehr, also da auch einmal drauf drücken. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!